Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wah, mit unserem geliebten Onkel Amu Ahmed al-Khalifa. Assalamu alaikum, Amu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nachdem du als Direktor des Islamischen Zentrums Münchens den Draht zur Stadt gesucht hast, den Draht zu den Behörden gesucht hast, dass dann auch die Muslime wissen, dass der Kontakt erforderlich ist, dass das IZM in Verbindung mit der Stadt ist, der Islam salonfähig gemacht wird, die Muslime auch ihre Aufgabe kennen und sich fragen, was wird von uns verlangt? Wurde diese Arbeit vom Islamischen Zentrum auf ganz München erweitert in Form der Gründung des Muslimrats? Was ist der Muslimrat München und welche Rolle hast du darin gespielt? Der Muslimrat München entstand ungefähr im Jahre 92 auf eine Einladung von der dritten Bürgermeisterin der Stadt, die Frau Sabine Champay. Das war genau die Zeit, wo die Kriege Irak, Iran eine neue Dimension bekommen hatte. Ende 80er, Anfang 90er? Anfang der 90er Jahre, okay. 92. Oder war es der Einmarsch von Irak in Kuwait in dieser Zeit? Und die Stadt hatte Angst, weil kurz davor die Kurden viele Demonstrationen und Selbstverbrennung auf der Autobahn gemacht haben. Und hier in Deutschland? In Deutschland, ja. Und die Autobahnen wurden blockiert für ein paar Stunden, weil einer der Kurden steht auf der Autobahn, lässt sich verbrennen. Ja. Die Stadt hat Angst gehabt, dass solche Reaktionen auch auf München kommt. Und eine von ihren Aktionen, die Muslime zu besänftigen, zu beruhigen, war eine Einladung für alle Moscheen in München im Rathaus. Dort hat die Stadt gefragt, was die Muslime brauchen von in der Stadt und welche Bedürfnisse da sind. Wer war anwesend? Da waren die Direktoren von allen islamischen Zentren in München. Miligörisch, DİTİB, gab schon die bosnischen VIKKZ, Gemeinden? Die bosnischen Gemeinden waren, nein, waren albanische, noch keine bosnischen Afghaner, Gemeinden. Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Die Afghanen waren da, Mustafa Fadai schon dabei. Okay. Und bei diesem Treffen hat die Frau gesagt, es fehlt Kontakte und Informationen zwischen Muslimen und der Stadt. Es wäre nicht schlecht, wenn unter den Muslimen jemand da ist, der als Ansprechpartner für die Stadt sein kann. Ein Bruder von den Anwesenden, von den Türken, hat gesagt, wenn die Stadt einen Ansprechpartner braucht, wir haben das Islamische Zentrum in München als die älteste Institution in München hier, ist beliebt von allen und da kann man das Islamische Zentrum München als Ansprechpartner haben. Und die Frau hat gesagt, nein, wir möchten keine Moschee als Ansprechpartner, sondern eine Person. Gesagt, wenn eine Person, dann der Ahmed Khalifa ist schon da und ich werde ihm vorschlagen als Ansprechpartner. Die Frau hat gesagt, das geht nicht so schnell. Ich möchte, dass irgendwann sowas gebildet wird. Gesagt, wir können auch jetzt mal die Wahlen machen. Und die Frau war wirklich... Wer hat da gedrückt und wer hat da gepusht? Wer war das? Ich vermute der Bruder Abdus Samad Temel vom Miligürsch. Okay, ist er noch in München? Ist er am Leben noch? Er ist noch in München, ja genau. MashaAllah, tabarak. Und dann hat der Mann gesagt, warum sollen wir warten? Wenn Sie sowas brauchen, wir sind da, wir kennen uns allen Moscheen in München und ich schlage eine Person vor und da kann ein Gegenvorschlag kommen. War kein Gegenvorschlag, dann hat die Frau gesagt, gut, dann stimmen wir ab und wir haben alle gesagt, ja, wir sind dafür einverstanden. Gesagt, so habe ich noch nie erlebt in der Demokratie, dass ein Vorschlag kommt und einem hingenommen wird und jemand vorgeschlagen wird und wird gewählt am gleichen Tag. Dann gut, in einem Jahr lade ich Sie nochmal wieder ein und der Herr Ahmed Khalifa ist unser Ansprechpartner, wenn es etwas um die muslimischen Belangen in München da geht. Wie hat sich das dann entwickelt? Was waren deine Aufgaben? Was hast du gemacht? Ich hatte keine Aufgabe gehabt, niemand hat darüber gesprochen. Ich habe die
Moscheegemeinden in der Moschee in Freimann eingeladen, dass wir darüber sprechen, was brauchen wir als Muslime. Und dann, wenn wir Tag der offenen Tür jetzt mal veranstalten, da kommt jetzt mal der Kirchentag in München. Wie können wir als Muslime uns repräsentieren beim Kirchentag? Welche Moscheen sollen die Türe öffnen? Ein Gespräch dabei, islamische Einführung für die Besucher des Kirchentages. Am Kirchentag, Ort in Leopoldstraße, was könnten wir dort machen? Ein kleines Zelt und den Islam darstellen. Welche Heftchen können wir jetzt mal verteilen an dem Tag? Und dieses Potenzial von Möglichkeiten von Personellen und von Schriften hatte nur das Islamische Zentrum München damals gehabt. Heute, wenn wir in den Moscheen gehen, dann finden wir bei den Geschwistern im DITIB oder im Midigyrisch oder beim VIKZ, die haben andere Bücher momentan, Alhamdulillah. Aber zu dieser damaligen Zeit, Anfang der 90er Jahre, war nur das Islamische Zentrum München, das sowas möglich hatte. Und der Bruder Ahmed von Nemfer hat noch eine kleine Broschüre verfasst über die Religionen und ein kleines Falteblatt, wurde ganz schnell gedruckt, in Zusammenarbeit mit allen Personen, aber die finanzielle und die personelle und die fachliche Begleitung für die solche Projekte kam vom Islamischen Zentrum München auf jeden Fall, mit Zustimmung von allen Moscheen. Dann war die Frage bei den Beerdigungen, was brauchen wir momentan als Muslime in München, was ist mit dem Islam-Religionsunterricht in den Schulen. Solche Projekte haben wir angefangen, als mit der Stadt zusammen zu besprechen. Und was möglich war, habe ich schon verwirklicht. Plötzlich hat die Stadt gesagt, es tut uns leid, mit dem Religionsunterricht ist eine Länderfrage, keine städtische Frage und da können wir nicht helfen. Wir sollten mit der Regierung von Oberbayern oder mit der Bayerischen Regierung darüber sprechen. Aber mit der Friedhofsverwaltung hatten wir eine wunderbare, schöne Zusammenarbeit in dieser Zeit entwickelt. Mit denen und mit dem Krankenhäuser, mit dem Essens in den Krankenhäusern, vor allem in den städtischen Krankenhäusern, nicht in den Universitätskrankenhäusern, weil die Zuständigkeitsbereiche von der Stadt ist anders. Oder bei dem Dolmetscherdienst in den Krankenhäusern für die Patienten, die nicht Deutsch sprechen. Was könnte man tun? Hat auch die Stadt gesagt, wir sind bereit, in den städtischen Krankenhäusern etwas zu tun. Und wir werden als Modell sein für die anderen Krankenhäuser, ob es Privatkrankenhäuser oder staatliche oder von den Universitätskrankenhäusern, die da sind. So hat diesmal das Gespräch für ein Jahr verlaufen. Wir haben eine kleine Delegation gebildet in der Stadt, im Rathaus. Mit der Frau Champay war unserem Ansprechpartnerin in der Stadt auf jeden Fall. Und nach einem Jahr hat sie uns wieder eingeladen und hat gesagt, wir waren zufrieden dieses Jahr mit der Zusammenarbeit. Wir würden das weiter üben und wir möchten uns einmal treffen, alle zusammen, und während des Jahres, dann treffen wir uns mit Herrn Khalifa, mit den kleinen Delegationen, die da sind. Das war die Geburt des runden Tisches? Das war die Geburt des runden Tisches, das 8 Jahre später angefangen hatte. Ein Jahr später hat die Frau gefragt, jetzt mal, das ist ja schon um, wir sollen jetzt mal neue Wahlen machen. Es wurde auch bestätigt, dass Ahmed Khalifa das übernimmt. Aber für 2 Jahre. Lass mich 25 Jahre, 28 Jahre nach vorne spulen. Der Muslimrat wurde für unsere Generation vor allem auch durch das große Event Open Air Iftar bekannt. Ja. Man hatte ein Open Air Iftar, das erste große im Jahr 2017 am Luitpoldpark, ja, gefolgt von 2 weiteren, 2018 und 2019. Und so Gott will, insha'Allahu ta'ala, werden wir vielleicht auch schon diesen Ramadan auf der Theresienwiese das Fasten brechen. Diejenigen, die jetzt im Muslimrat aktiv sind, im Vorstand sitzen, die Interessen der Muslime vertreten, waren zu diesem Zeitpunkt 92 größtenteils vielleicht noch nicht mal auf der Welt. Wenn du diese Entwicklung siehst, wie schätzt du sie ein und was empfindest du da? Ich bin total zufrieden mit dieser Entwicklung. Es hat sich vieles Positives, Alhamdulillah, dass die Ziele, und einer der Ziele von dem Muslimrat ist die Einheit der Muslime, dass die Muslime zusammen sich treffen, dass sie zusammen sich beraten in irgendeine Richtung, ob die den Erfolg erreichen oder nicht, ist ein zweitrangig. Weil ich habe es erlebt in den 80er Jahren, bevor das diesem Sprecher der Muslime in München da kam, war die Konkurrenz unter einem Teil der Moscheen sehr groß, dass es hat mir nur Leiden gebracht. Wenn wir ein Treffen vereinbart haben im Jahre 88 zum Beispiel, bei einem Kirchentag, wir hatten in München
einmal der katholische Kirchentag, einmal der evangelische Kirchentag. Und da kam ein Bruder vom Verein A im Konferenzraum, hat einen anderen Bruder von Verein B im Raum gesehen und hat gesagt, ich betrete den Raum nicht. Okay. Wenn dieser Verein anwesend ist, dann komme ich nicht, überhaupt nicht da. Wir haben versucht, das für die Anerkennung des Islams als Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland zu erreichen, dass Länderinstitutionen gebildet werden. Und so hat es man in jedem Bundesland einen islamischen Verband gebildet. Aber wenn der Verein A drin ist, hat sich angemeldet, sind Vereine B und C rausgegangen und hat gesagt, ist das heute besser? Heute ist schon besser. Im Zentralrat sitzen jetzt mal verschiedene Vereine, im Islamrat sitzen verschiedene Vereine, im Münchenrat, im Muslimrat in München sitzen alle Vereine drin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, oder die überwiegende Mehrheit der Vereine sind schon drin, die früher niemals im gleichen Raum gesessen sind. Okay. Im Vorstand sitzen auch die zusammen, die sprechen zusammen, die diskutieren zusammen. Das ist ein Erfolg, ein interner Erfolg unter den Muslimen. Einmal, die Gedanken sind anders. Die Rivalität ist niedriger geworden. Man hat ein gemeinsames dachte Ziel. Einmal, wir können allein den Islam repräsentieren und die anderen können das nicht machen. Wir haben eine Anerkennung in unserer Heimat dort. Die haben diese Anerkennung nicht. Man hat es gesehen mit der Zeit, das stimmt nicht. Die Anerkennung oder ohne Anerkennung am Schluss in Deutschland sind wir alle gleich. Wir haben ja jetzt in München den Muslimrat, in anderen Städten den Schura-Rat, in anderen Städten heißt das anders. Und überall mittlerweile den jährlichen Jahresempfang, ein Iftar in den jeweiligen Rathäusern. Die Arbeit hat sich sehr entwickelt, die Zusammenarbeit mit der Stadt ist auch mashallah, yani auf ein Level gekommen, von dem man vorher nur geträumt hätte. Dein Appell an diejenigen, die sich in diesen Räten befinden, dein Appell an diejenigen, die im Vorstand sind und nun die Muslime vor der Stadt München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln repräsentieren. Ich möchte nur sagen, unser großes Ziel oder mein Ziel, mein Wunsch für allen ist, dass die Einheit der Muslime geschützt wird und geübt wird und gesehen wird und gespürt wird von unseren Kindern. Ob die Kinder von Familie die Moschee A besucht oder Moschee B besucht. Das heißt, wenn wir die Muslime repräsentieren, ist es zweitrangig, ob wir Verein A, B oder C sind. Es spielt überhaupt gar keine Rolle dabei. Okay. Weil für unsere Kinder, für die nächste Generation, die Kinder sehen den Islam für sich und ihrem Leben in Deutschland und nicht die Vereine. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind im selben Boot, gewollt oder nicht gewollt. Aber Alhamdulillah, es wäre schön, wenn es gewollt ist. Okay. Ja? Das andere, man könnte Angebote bekommen von Firmen, von Stiftungen, von der städtischen Stellen, dass einem gewissen Erfolg könnte man erreichen durch eine neue Zeitung, durch eine Präsenz in den Medien, durch eine Präsenz in staatlichen Empfängen und so weiter und so fort. Aber das hat ein setzt voraus, dass ein Teil der Einheit der Muslime dafür bezahlt wird, dass der Schutz für den Kleinen innerhalb der Vereine nicht gegeben wird. Und diese Vereinnahmung von bestimmten Gewinnen auf Kosten der Einheit ist ein der großen Probleme, wovor ich zittere momentan. Ich sehe ein paar Bewegungen innerhalb der Muslime, damit diesem Iftar stattfindet. Sollen wir den Preis bezahlen, diesen Verein jetzt mal auszuschließen, damit wir diesem Unterstützung für die Gefängnisbesuche und die Seelsorgestätigkeiten sollen wir auf bestimmte Personen, die in dem Verein drin sind oder Personen, die für uns wichtig sind, uns davon zu distanzieren, nur weil diese Personen unruhig sind. Das heißt, wir geben euch den Zuschuss, ihr bekommt die Fläche, das Grundstück, aber Verein A, B und C dürfen nicht dabei sein. Gott, oder sollt ihr euch davon distanzieren? Oh Gott, wenn wir schon darüber jetzt sprechen. Wer heute in der islamischen Arbeit, ich sage nicht erfolgreich sein möchte, aber akzeptiert werden möchte, kann sich nicht mit einem Ahmed Khalifa blicken lassen.
Es hat vielleicht seit dem 11. September, beziehungsweise seit dem 11. September ist auch Ahmed Khalifa ein unerwünschter Name geworden, was komisch ist. Hast du das gerade gemerkt, dass man dann zu manchen, dass du Ausladungen bekommst? Ich habe klare Ausladungen bekommen. Von muslimischen Vereinen? Selbstverständlich auch, ja. Okay. Und das hat sich auch auf andere Vereine übertragen? Es hat sich bundesweit übertragen. Dass in bestimmte Städte, wo ich einmal im Monat vortreten sollte, und habe ich regelmäßig gemacht, plötzlich bekommen die von irgendeiner Stelle eine Drohung, wenn der nochmal wiederkommt, dann bekommt ihr keine Räume für eure Feste im Eid zum Beispiel, oder ihr bekommt keine Vergünstigung bei den Steuern, Klassen und so weiter und so fort. Dann haben die Leute gesagt, es tut uns leid, wir dürfen sie nicht einladen. Oder es gibt auch Konferenzen, die werden subventioniert vom Bundesinnenministerium bei Akademien in Deutschland, und plötzlich haben die gesagt, der Name von diesem Gast muss jetzt mal nicht erscheinen, sonst bekommt ihr diese Unterstützung von dem Bundesinnenministerium nicht. Und was sich jetzt gerade anbahnt, oder nicht anbahnt, schon mittlerweile sichtbar macht, ist, dass die nach außen hin vermeintliche Einheit der Muslime erreicht wird, indem die Muslime, ich will nicht sagen zersplittert werden, aber seziert werden und bestimmte Muslime entfernt werden. Man kann es auch jetzt mal erreichen auf andere Art und Weise. Ich bin die letzte Person, die irgendwann die Einheit der Muslime stören würde. Mhm. Ich bin auch die letzte Person, die irgendwann ein Moschee einen Schaden bringt durch sein Erscheinen. Und als ich das gespürt habe, habe ich mich selber zurückgezogen, ja, von vielen Einladungen oder vom Erscheinen, oder dass ich mindestens, ich bin in dieser Stadt und ich muss zum Mittags beten. Es gibt eine Moschee, wo ich immer dort war, als Stammgast. Und gibt es in der gleichen Stadt andere Moscheen? Ich gehe in diese Moschee nicht mehr, weil ich fürchte, dass die Leute denken, die bekommen einen Schaden, weil Ahmed Khalifa bei uns und das mit einem Gebet. Dann gehe ich in eine andere Moschee. Es gibt andere Möglichkeiten, okay. Ja, und Alternativen. Ich würde niemals Schaden bringen, aber man darf nicht so frech sein und sagen, du bist ein Last. Weil wenn du einmal diese Fähigkeit hast, jemand auszuladen, dann wirst du auch Stück für Stück deine eigene Identität, dein eigenes Selbstvertrauen verlieren. Das ist die Hemmschwelle. Und nicht die Person A, B oder Vereins A, B sind wichtig, sondern dein Selbstvertrauen in deine Arbeit. Du bist abhängig von jemand anders. Das geht überhaupt nicht. Unsere Aufträge sind vom Allah subhanahu wa ta'ala da. Wir tun die Arbeit in der islamischen Arbeit, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns sein Wohlwollen jetzt mal zeigt. Nicht damit ich diesen Erfolg bekomme oder mein Verein diesen Erfolg bekommt. Wenn jemand diesen Kompass in der Arbeit verliert, dann wird man sein Selbstvertrauen, sein Selbstbewusstsein auch verlieren, und dann gibt es keinen Erfolg mehr. Und das ist, was du auch dann an die folgende Generation richten möchtest, dass die Einheit der Muslime nicht auf Kosten, auf gar keinen Kosten jetzt mal bezahlt wird. Das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich nachdem du über Tee in der Moschee sozusagen die Bindung zum Zentrum, zwischen islamisches Zentrum und Stadt hattest, kam dann der Muslimrat, dort war dann die Bindung zwischen Stadt und Land und den Muslimen Münchens, kam jetzt überregional und deutschlandweit der Zentralrat der Muslime, und da erleben wir eben gerade dieses Problem, dass Gründungsmitglieder, Institutionen ausgeschlossen werden, weil das von Seite der Politik verlangt wird. Zum ZMD, deine Rolle beim ZMD, die Aufgabe und Rolle des ZMDs jetzt und ob er das, was er beansprucht, auch dem gerecht wird, das behandeln wir inshallah in der nächsten Folge von Dardasha. Liebe Zuschauer, das war's von uns für heute. Seid morgen wieder mit dabei, wenn es heißt Dardasha, mein Leben in der Da'wah, mit unserem geliebten Onkel عم أحمد الخليفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته